ich habe eine Idee fürs Intro. Kannst du mal das Intro von Modern Family nachstellen? Leute, stellt euch mal vor, es gäbe echt so eine YouTuber-Sitcom mit allen deutschen YouTubern drin. Das wäre doch echt eine arschgeile Nummer, oder? Ich würde das pausenlos gucken. Ich meine, alle YouTuber versammelt in einem Raum. Wie geil wäre das denn? Guten Morgen, du willst mich ficken? Halt doch alle die Schnauze! Direkt verstört fürs Leben. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Herzlich willkommen auf dem letzten Oldschool-Comedy-Kanal auf ganz YouTube. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Bei Talk in Comments. Das ist so ein Frage-Antwort-Format. Ich denke, das kennt man ja, oder? Leute, ich weiß, zum größten Teil liegt es daran, dass das Video mit Ungespielt so viral gegangen ist. Aber ich will dennoch mal Danke sagen, wie verdammt aktiv ihr momentan auf diesem Kanal seid. Positive Bewertungen, geile Kommentare und jetzt auch noch über 200 Mitglieder auf diesem Kanal. Ich weiß jetzt gar nicht, womit ich das verdient habe. Ich versuche es einfach mal, mein Bestes zu geben und dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden. Und natürlich begrüße ich hier auch die ganzen neuen Zuschauer. Seitdem YouTube die Abozahl rundet, weiß ich erst Tage später, wie viele dazukommen, aber es scheinen momentan echt einige zu sein. Warum hat YouTube diese Änderung gemacht? Ich meine, was zum Geier haben sie sich denn dabei jetzt gedacht? Okay, was wollen wir mit dem nächsten Update verbessern? Also die Nutzer beschweren sich, dass die Trends nur noch mit Rappern und Fernsehinhalten zugeballert sind, dass ihre Videos oftmals sinnlos demonetarisiert werden und YouTuber wie Olli ein Jahr lang ihr Unwesen treiben können, bevor sie gesperrt werden. Also wie wär's? Vielleicht arbeiten wir einfach mal daran, oder? Ja, klar. Oder wir runden die Abozahl wegen Koks und Nutten. Ich bin so ein Genie. Nenn mich ab jetzt Einstein, Hawking, Mac, Superbrain. Na egal, jetzt legen wir los. Ihr habt mir auf Twitter extrem spannende Fragen gestellt, die uns allesamt umhauen werden, aber würde sagen, schauen wir doch einfach mal rein, oder? Wusstest du, dass Frauen eine höhere Chance als Männer haben, schwanger zu werden? Bruder muss groß. Why are you running? Why are you running? Naja, egal, packen wir es an. Eure Fragen, meine blöden Antworten in 3, 2, 1. Los geht's. Was hältst du eigentlich von Pokémon und wie findest du die Designs der neuesten Gen? Leute, ich muss gestehen, ich bin so bei der zweiten, dritten Generation ausgestiegen. Und mein Herz wird sowieso immer für diese Generation schlagen, allein schon wegen der Nostalgie. Aber ich denke, ich sollte der achten Generation mittlerweile, glaube ich schon, oder? Eine Chance geben, ich schau mal rein, okay. Also, was haben wir denn da? Ah, die typischen Starter-Pokémon, ja, man kennt sie. Hess, Mogon, das sagt mir sogar was. Monopoly, Mann mit Schornstein, oder wie? Was, Lauchzelot? Ist das euer Ernst? Ich dachte immer, ich wäre der wahre Lauchzelot. Also, ich meine, wegen meinen dünnen Armen und so. Hä, was ist denn das? Sind wir jetzt bald die Schöne und das Biest, oder was? Nee, es gibt aber auch wirklich gute Pokémon. Ich denke, als Fan hat man sowieso mit jeder Generation seinen Spaß. Okidoki. Wie fandest du Loot für die Welt? Oh ja, stimmt. Das war wirklich super geil. 24 Stunden lang haben ein Haufen YouTuber Geld für den guten Zweck gesammelt und sich dafür ordentlich zum Affen gemacht. Ohne Scheiß, gerade die Berliner YouTuber ist gar nichts so blöde. Dieses Mal ist zum Glück mir nichts Peinliches passiert, es sei denn, man zählt so ein bisschen die Tanzeinlage mit dazu, aber eigentlich fand ich die gar nicht so schlimm. Oh Mann, Carina. Am Ende kamen über 250.000 Euro fürs Berliner Tierheim zusammen. Also würde ich sagen, das Event war ein voller Erfolg. Und ich konnte ein Bild mit Henno machen und damit meine Schwester ärgern. Diesen riesen Fan von ihm, also hat sich doppelt gelohnt. How dare you? Oh nein! Na gut. Nächster Tweet. Vorsicht, Wolki furzt Feuer! So ein Bullshit, warum sollte Wolki sowas machen? Ich meine mal im Ernst, ganz ehrlich. Wolki, warum machst du denn sowas? Wo bleibt die Insta-Time? Kleinen Moment, ich muss mich noch schnell abschminken. So, ich stelle jetzt auf Instagram eine kleine Frage und später im Video schauen wir dann, was dann so zurückgekommen ist. Das heißt, ich reagiere dann sozusagen live auf die Antworten. Leute, was geht ab? Zeus hier, mal reinschreiben in die Kommentare. Hattet ihr schon mal solche Momente, wo ich dachte so, hey komm, ich bin davon immer ausgegangen oder hab das nie hinterfragt und plötzlich merkt ihr so, oh Gott, das ist ja völlig anders. Ich habe das ja irgendwie nie ganz kapiert und war das ist ja so und so und keine Ahnung, irgendwie habt ihr solche Momente. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Mal reinschreiben in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Dann haben wir was zu lachen später im Video und dann bis dann. Dann ciao, juhu. Hä? Mir wird klar, Rentiere gibt es ja wirklich! Was denkst du von den Okay-Boomer-Memes? Hä, was sind das schon wieder? Okay, also ein Boomer ist ein Mensch, der aus der Baby-Boom-Zeit stammt. Also der zwischen 1965 bis 1980 geboren ist. Danach kam ja die Pille und alles änderte sich. Aber gut, da falle ich schon mal nicht rein. Mit dem Spruch Okay-Boomer macht man sich über genau diese Generation lustig, wenn sie etwas sagen, was nicht mehr zeitgemäß ist. Also wenn ich es richtig verstehe, müsste man den Meme so anwenden. Ich möchte auch eine Frau sein und ich möchte aber auch, dass der Mann Mann bleibt. Und deswegen bitte nicht schminken, auch nicht die Augenschatten abdecken. Und dieselt euch nicht ein mit dem Parfum und schminkt euch bitte nicht. Okay, Boomer. Das Internet ist für uns alle Neuland. Okay, Boomer. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Okay, Boom! Hast du dich auf Madeira vegan ernährt? Ey, ich wusste, dass diese Frage drankommen wird. Komischerweise dachten wirklich sehr viele sogar, dass wenn ich auf die Insel gehe zu Unge, muss ich auch eine Woche lang vegan leben. Ich meine, warum denkt ihr wirklich, dass Simon mich so ansehen würde?
Simon, lass mich doch, tote Tiere sind total lecker. Aber nee, das war überhaupt nicht so. Selbst wenn ich mir mal so ein Bierchen gegönnt habe, war das kein Problem. Andererseits hat er schon so ein paar Witze drüber gemacht. Aber wenn du Bier sehr gerne magst, ist doch gut für dich. Ja, klar, es tut mir gut. Du bist ein alter Bayer und willst Bier. Aber theoretisch finde ich... Drogenjunkie. Ich habe gehört, dass du fliegen kannst. Stimmt das? Das halte ich für ein Gerücht. Kannst du jetzt endlich die Vollversion vom Twitch-Lied droppen? Oh ja, verdammt. Ich habe ja versprochen, dass ich einen Song über Twitch machen werde. Also wer es nicht mehr weiß, der soll ungefähr so aussehen. Komm mit mir in ein ganz neues Land. In dem können Katzen fliegen. Komm mit mir in ein ganz neues Land. Verkehrsschilder kosten den Verstand. Und ja, Leute, der kommt wirklich auf alle Fälle noch. Aber bisher hatte ich halt einfach nicht so viel Lust drauf. Und bei mir ist immer so, ich mache lieber die Dinge, die mich begeistern, weil dann kommen einfach viel bessere Dinge dabei raus. Habt jetzt noch ein bisschen Geduld, freut euch einfach drauf und fertig. Der Kurzfilm ist auch schon bald fertig, fehlt nur noch so ein bisschen die Sounds und Musik und dann, ja, kommt ihr auch schon bald. Vorfreude ist ja die schönste Freude und jetzt würde ich sagen, freuen wir uns auf die Insta-Time, oder? Los geht's! So, die Frage war dieses Mal ja ein bisschen komplizierter. Was habt ihr nie hinterfragt und dann im Nachhinein wird euch klar, ach, deswegen ist das so. Mal gucken, was zurückgekommen ist. Bin sehr gespannt. So, Ronja schreibt, dass der Fruchttiger die Steigerung von fruchtig ist. Fruchtiger? Das war mir auch nicht klar. Steffen schreibt, ich dachte als Kind, dass bunte Ölflecken Teile von Regenbogen sind. Wenn man jetzt mal so ein bisschen ein Auge zudrückt, ist es ja eigentlich gar nicht mal so falsch. Sassi schreibt gerade, ich dachte immer, mein bester Freund hat keine Gefühle für mich. Das kenne ich nur zu gut, bloß wurde halt immer meine Liebe nicht erwidert. Und Finn schreibt, ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Leute, ein paar von euch haben geschrieben, dass der Mitglied-Button bei euch gar nicht da ist. Warum auch immer, scheinbar ist das von Gerät zu Gerät irgendwie immer ein bisschen anders. Daher werde ich dieses Mal einfach den Link in den Kommentaren anpinnen. Dann kann sich jeder das Ganze mal in Ruhe ansehen. Dann kommen wir jetzt zum Abo-Counter, der jetzt wirklich einen größeren Sprung macht. Deswegen gut hinsehen, Leute. Sei eine geile Sau, macht den Abo-Button grau. Ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus, dann... Was reimt denn sich auf Rhythmus? Alter Schwede, starkes Ding, also wirklich Dankeschön. Es gibt wie immer eine kleine Überraschung auf der Endcard, also dranbleiben, Leute. Willkommen Endcard, für das letzte Video hier drüben klicken. Das war ein CEO und das Internet war auch wirklich eine echt starke Folge. Es war mir eine Ehre, für euch ein Video gemacht zu haben. Ich würde sagen, das nächste Video kommt dann so in 2 Tagen, am Donnerstag vielleicht. Mal gucken, wie schnell ich bin oder langsamer. Ich lasse mir lieber Zeit, habt das Video mit gut. Checkt gerne alles aus, ich wünsche euch eine saugeile Woche und viel Spaß auf YouTube auf alle Fälle. Juhu! Das halte ich für ein Gerücht. Okay.